Willkommen auf meinem Kanal. Gestern waren wir auf dem Schafberg in St. Wolfgang und sind dann am Abend auf die andere Seite des Sees rübergefahren und sind jetzt hier in Gschwand am Campingplatz Lindenstrand. Gestern Abend hatten wir noch kräftigen Sturm. Also mein lieber Mann, man musste aufpassen, dass einem nicht die Satellitenschüssel vom Auto weggefegt wurde. Ja, ansonsten ist hier totale Ruhe angesagt am See. Spiegelglatt, kein Wind mehr. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Heute waren wir nicht mehr viel unternehmen. Wir bleiben am Campingplatz, klären die nähere Umgebung auf. Und dann planen wir auch, was in den nächsten Tagen hier passieren wird. Ja, wir bleiben etwa noch so 4-5 Tage hier an dieser Stelle. Das Wetter ist noch bewölkt, so 16, 17 Grad. Wir hoffen, dass es noch schöner und wärmer wird. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach St. Gilgen am Wolfgangsee. Jetzt haben wir ein schönes Plätzchen für uns gefunden. Ja, prima. So mit Badepartout. Machen wir uns auf die Socken, weil? Sonne ist weg, es ist bewölkt und ziemlich frisch geworden. Genau. Jetzt setzen wir uns auf die Räder und fahren ein bisschen. Genau. Dann wird uns warm. Hoffentlich. Schade, dass unsere Tour bald zu Ende ist, hä? Ja, naja, aber es ist ganz schön kalt. Frisch ist es, ja.
Wir fahren jetzt mal auf den gegenüberliegenden Platz, der auch hier zum Lindenstrand gehört. Ja, der Platz selbst ist ja auch nicht schlecht. Liegt zwar nicht direkt am See, aber sonst ganz nett hier. Angekommen. Wohin soll es denn jetzt gehen? Jetzt fahren wir zum Eiselhof. Das ist ein Bauernhof mit Schafzucht. Ja. Und die haben einen Hofladen, der heißt Wolke 7. Oh, das hört sich gut an. Schau mal, da kommen zwei Hubschrauber. Ja? Gut. Sag mal, hast du was auf dem Einkaufszettel draufstehen? Ich nicht, aber du. Ich? Ja, hier. Himbeerbrösel haben wir schon. Ist das so richtig? Ja, aber hat Gina mir geschenkt. Schön. Oder magst du Eis? Eis ist gut. Ja? Ja. Ja. Dann hole ich uns was. Ja, bitte. Welche Sorte magst du? Egal, Hauptsache es schmeckt. Für mich einmal Banane Schoko. Kokos Physalis. So, jetzt geht's ans Bezahlen. Bezahlen müssen wir auch noch? Ja. Na gut. Eine Melkmaschine für die Schafe. Kommen die Schafe aus der Melkmaschine heraus, gehen sie diesen Weg und dort diesen Pfad weiter auf die Weide. Da kommt sie angedampft, die Fähre. Zeig doch mal, wo ist denn unser Campingplatz? Also wir sind jetzt gerade hier an der Fähre. Ja. Und unser Campingplatz ist hier.
Und da sind wir wieder am Lindenstrand. Sagt der Berliner? Ich finde es gut hier. Ja. Ich auch, ja. Ja, ne? Ja, ich finde es auch gut. Eine dicke, fette Wolke über dem Schafberg. Wie vor 3 Tagen, als wir dort oben waren. Kannst du dich erinnern? Yes. Ist 3 Tage her, schaffst du noch, ne? Ha.